Es ist mal wieder soweit. Wir befinden uns im Train Travel Simulator, dem. Ups, was ist das? Red Item? Ja, wir befinden uns mal wieder im Train Travel Simulator, dem Simulator, der absolut nichts kann. Und es gab ein großes Update und ich werde einfach nicht müde, dieses Spiel zu spielen. Hä? Psst, lass mich in Ruhe. So, ja, was wir jetzt machen können, wir befinden uns jetzt außerhalb der Züge. Sind jetzt also nicht mehr gefangen als ewiger Fahrgast. Es gibt jetzt auch dynamisches Wetter und wir stehen hier gerade in, kann ich nicht lesen. Hier haben wir eine überdimensioniert große Abfahrtafel und wir haben jetzt so eine Art Gameplay. Ihr seht es da unten links, da steht jetzt Hunger. Also anscheinend kann man hier was essen oder muss man was essen. Man kann hier nämlich die Schwierigkeit des Spiels einstellen. Ach komm, wir können springen. Aha. Müssen wir hier containern? E? Ne. Okay, keine Ahnung. Steigen wir mal in den Zug ein. Hallo? Hallo. Ich würde gerne hier einsteigen. Hallo, wie steige ich denn jetzt? Also wir konnten vorher nicht aus den Zügen ausbrechen, jetzt können wir da nicht mehr einsteigen. Komm schon, irgendwie muss das doch gehen. Hier, mit Shift konnte man schneller laufen. Achso, man hat jetzt so eine Art Inventory. Also hier, irgendwie habe ich hier einen Dollar. Hier steht, dass ich 100 Geld habe, 100 Dollar. Drop, rename, whatever. Ich würde halt gerne in den Zug rein. Warum geht das nicht? Vielleicht können wir nur von der Seite einsteigen. Aber warum? Können wir in diesen Zug einsteigen? Sind das die gleichen? Also in dem sind wir, glaube ich, die letzten paar Male gewesen. Also die Lok kommt mir natürlich überhaupt gar nicht bekannt vor. Ich weiß auch gar nicht, ob das in diesem Sinne ein realistisches Model ist. Mo Modell ist. Model nicht. Aber das 3D-Modell lässt sich doch ganz gut ansehen. Also rein können wir sowieso nicht. Man sieht es auch hier so an den Texturen. Ah, hier können wir rein. Hallo. Endlich. Hallo. Jetzt stecke ich in der Tür fest. Na ja gut, na, man sieht das hier auf jeden Fall. Das sind Fototexturen. Kann ich irgendwas mit diesen Flaschen hier machen, die hier rumliegen? Nee. Eine Toilette. Wir fahren. Oh, das ist der andere Zug. Nein, wir fahren. Geil. Guck mal, also Train zum World hat bisher keine Toiletten. Ne? Also, ne? Was haben wir? Eine Speisekarte. Direkt neben den Toiletten. Ja, warum nicht? Was ist hier? Oh, hallo, Sie sind das schon wieder, ne? Sie starren hier immer noch die Maschinen an. Ja, ob das so spannend ist, weiß ich nicht. Aber ich kann mich gerne mal dazulegen. Oh, da wird man ja richtig dizzy. Sie haben eine Tasse. Kann ich die nehmen? Ich würde die gerne. Okay, kann ich nicht. Kann ich das Fenster aufmachen? Nee. Kann ich das hier nehmen? Nee. Also ich habe gelesen. Ah, ja. Gibt es hier keine Vorhänge? Muss sich jeder selbst einen Vorhang mitnehmen? Ja, würde ich auch so gucken wie Sie.
Aber schicke Uhr haben sie da. Oh, hier ist. Ah, ich dachte kurz, das ist ein Baguette oder so. Das ist ja ein Typ, der hier schläft. Kann ich mich zu ihm nehmen? Hallo? Ne, dann nicht. Rauchen im Zug? Kann ich die ausmachen? Kann ich leider nicht. Ich würde gerne wissen, wie ich hier Geld verdienen kann und so. Können Sie mir das sagen? Können Sie hier Geld verdienen? Warum haben Sie eigentlich Vorhänge, aber der andere Typ hatte keine? Gucken wir mal weiter. Die Flasche ist durchsichtig. Add Item. Ja? 9. Also wenn ich das Mausrad verwende, ich verstehe nicht ganz. Also ich kann da nicht mit interagieren, leider. Hallo. Hallo. Kann ich mich zu hinsetzen? Ist der Platz neben ihm noch frei? Der Typ langweilt sich doch bestimmt, oder? Naja, gut. Was haben Sie denn hier drin in Ihrem Koffer? Kann ich den aufmachen? Nein. Und? Wohin fahren Sie so? Wissen Sie auch nicht? Naja, gut. Können wir das Fenster aufmachen? Nee. Hier wird wieder gesungen. Schnell weg. Also ich verstehe nicht recht. Drop. How much to throw money? Ich will kein Geld wegwerfen. Aber ich verstehe nicht, was ich mit diesem Mausrad hier machen soll. Ein Entchen. Gibt's hier nicht Options? Da Inventory Tab. Use. E und das. Nö. Ah, ich wollte nicht aufs Klo. So, was haben wir jetzt hier? Hallo. Gegenverkehr. Können wir die Handbremse drehen? Nee, schade. Ah! Hier lässt jemand einfach seinen Müll liegen. Können wir den Müll rauswerfen irgendwie? Kann ich damit interagieren? Ich muss doch irgendwie Geld verdienen können. Ich dachte vielleicht, indem ich den Zug sauber mache. So, und jetzt raus mit dem Müll. Also die Verlockung ist schon groß, hier einfach rauszuspringen, ne? Ach, sie schon wieder. Haben sie sich hierher transportiert? Ich verstehe es nicht so recht. Also irgendwie gibt es ja irgendetwas, was man hier machen kann, weil sonst hätte ich ja da unten links nicht diese Hungeranzeige. Hallo. Also irgendwie muss ich ja in irgendeiner Form Geld verdienen. Laufen wir mal komplett durch. Vielleicht kann ich nur mit einzelnen davon interagieren.
Oder muss ich mich dafür setzen? Nee. Auch jedes Mal, ne? Ich würde gerne bis zum letzten Wagen durch. Da ist er schon. Oh, es fängt an zu regnen. Ja, das funktioniert also tatsächlich mit dem. Also nimm dich in Acht, Transom World. Hier gibt es ja richtig Gewitter. Das würde ich mir tatsächlich sehr, sehr gerne für den TSW wünschen. Oh, jetzt wird der Regen richtig heftig. Ein bisschen hell ist es immer noch, aber. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch nicht so extremst gut, aber ist okay. Gut, ich habe nicht herausgefunden, wie ich in irgendeiner Art und Weise hier Geld verdienen kann. Was passiert eigentlich, wenn ich. Oh, schon wieder. Was passiert dann eigentlich, wenn ich hier rausspringe? Nein! Halt! Halten Sie den Zug an! Also das habe ich nicht verstanden. Wir gehen noch mal kurz ins Menü. Okay, mein Progress geht leider verloren, aber so ist das halt. Selected. Wir machen hier mal ein bisschen Schnee an. Random Weather, bla bla, Difficulty, Player Hangar. Gucken wir uns noch mal den Bahnhof an. So. Okay, also um 12:01 Uhr fährt der nächste Zug. Das ist in einer Stunde von Gleis 2. Kann ich hier auf diesen Güterzug aufspringen? Bitte nicht nachmachen. Das ist ganz gefährlich, was ich mache. Bitte nicht nachmachen. Ja, kommt schon. Hier vielleicht? Ah, verdammt. Damit kann ich auch nicht interagieren. Okay, ich habe doch 100 Dollar. Was kann ich hier mit diesen 100 Dollar eigentlich machen? Irgendwas muss ich mir noch damit kaufen können, oder nicht? Also in den Wagen komme ich nicht rein, ne? Nö, immer noch nicht. Da vorne ist ein Gebäude, hier ist ein Gebäude. Kann ich hier was machen? Nee. Hier ist eine Treppe, eine Leiter, keine Treppe. Okay, führt ins Nichts. Ach, Tatsache, der Zug kommt an um 12:01 Uhr. Nicht schlecht. Ist ja nicht ein bisschen kalt. Naja. Ah, Vending Machine. Eine Pizza kostet 200 Euro. Dollar. Wodka kostet 50. Ja klar, natürlich ist Wodka günstiger als Pizza, wer hätte es gedacht. Ah ne, kostet gar nicht 200, sondern 10. 5, 5. Ein Apfel kostet 2. Matrioschka. Oh, ich will eine Matrioschka. Ach, so viel Geld habe ich nicht. Schade. Ich kaufe mir jetzt eine Pizza. 2. Bye. Und jetzt? Und jetzt was? Ja,
Hä, ich habe doch eine Pizza in meinem Inventory. Naja. Und so endet Folge 3, 4. Kaum zu fassen, dass es schon so viele Folgen von diesem Spiel gibt. Vom, was auch immer Simulator. Hab schon wieder den Namen davon vergessen. Train Travel Simulator heißt er, glaube ich. Oder? Ich glaube schon. Ja. Danke fürs Zusehen. Ich verabschiede mich aus dem verschneiten, kalten Russland, I guess. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.